Hallo, hier ist der Christoph von Schlau 58 und ich möchte euch heute mal meine selbstgebaute Säge vorführen. Ich habe ja mal das Buch vorgestellt, Trapperwissen von Carsten Bode, und da war eine Bügelsäge drin beschrieben und abgebildet, die habe ich jetzt mal nachgebaut. Man braucht nichts wie 4 Stücke Holz, ich habe in dem Fall Haselnuss genommen, ein Sägeblatt, ein Stück Paracord und 2 Nägel oder 2 Schrauben. So, ich hab jetzt hier Schlitze hineingeschnitten und hier ein Loch mit dem Messer hineingebohrt. Oben habe ich eine Rille eingeschnitzt, damit das Paracord nicht verrutschen kann. Ich werde das Teil jetzt mal zusammenbauen. Ist schon eine feine Sache. So braucht man keine Säge oder man braucht keine Bügelsäge mit in den Wald zu nehmen, da man sich aus den vorhandenen Ressourcen eine bauen kann. Ein Sägeblatt genügt und schon kann man sich eine Säge mit minimalem Aufwand selbst im Wald zusammenbauen und braucht keine mitzuschleifen. Das Sägeblatt in den Schlitz einführen. Die vorgefertigte, angespitzte, ähnlich wie beim Feuerbohren, kommen hier in diese vorgebohrten, mit dem Messer vorgebohrten Löcher. Dann nehme ich meinen Paracord, wickel das da drum. So, jetzt habe ich das Grundgerüst schon fertig. Jetzt nehme ich das kleine Holz, führe das ins Paracord ein und drehe das Paracord zusammen. Jetzt wird unten das Sägeblatt gespannt. Fertig ist meine Bügelsäge und die ist verbindungssteif und man kann damit sägen. Habe ich mir mit minimalem Aufwand eine Bügelsäge konstruiert, die ich im Wald aus wenigen Teilen herstellen kann und große Stücke, also bis 20 cm habe ich jetzt mal gedacht, 25 cm Durchmesser Holz zum Feuer machen, schneiden kann. Jo, das wäre es schon gewesen. Schreibt mir, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir einfach einen Kommentar drunter und baut es einfach mal nach. Bedanke mich fürs Zuhören, Zusehen. Tschüss.